Was geht, Corey hier? Und heute habe ich leider kein Video für euch. Also, bis zur nächsten Woche. Spaß. Ich habe kein wirkliches Video. Ich habe ein kleines Update-Video, weil ich die letzten zwei Wochen im Urlaub war. Ich war in Italien mit meiner Small Group, meinem Hauskreis. Ich habe letztens erst ein Video darüber gemacht, wie wichtig es ist, in die Kirche zu gehen. Und was ich mit der Kirche meine, ist diese Gemeinschaft mit anderen Christen. Und genau das hatte ich letzte Woche in Italien. Wir konnten uns da extrem gut austauschen. Wir hatten eine schöne Zeit. Wir konnten miteinander diskutieren. Und wir konnten zusammen beten. Wir haben eine Predigt zusammen geguckt. Wir haben extrem viel zusammen gegessen. Was halt so wichtig ist, ist, dass wir alle ein bisschen anders sind und dass wir uns gegenseitig so ein bisschen schleifen können. Außerdem merkt man einfach so sehr die Liebe untereinander, wenn wir täglich miteinander Zeit verbringen und uns nicht nur einmal oder zweimal die Woche sehen. In letzter Zeit geht es mir so richtig gut. Ein bisschen zu gut, habe ich manchmal das Gefühl. Vielleicht ist das nicht so die beste Haltung, die man haben kann, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da irgendwas kommt. Irgendwas Schlechtes muss doch irgendwann mal kommen. Weil mein Leben sehr gesegnet ist. Nicht, dass mein Leben perfekt ist und dass nie was Schlechtes passiert, aber ich meine, im Vergleich zu vielen Menschen, die wirklich leiden und Jesus nachfolgen, so denke ich mir, mein Leben ist einfach zu gut. Und ich beschwere mich nicht, ich genieße genau diese Zeit, die ich habe, wo alles gut ist und versuche mich zu stärken für die Zeit, falls es mal nicht so gut läuft. Aber wie gesagt, ich glaube, ich bin darauf vorbereitet, wenn irgendwas passiert, worauf ich natürlich keine Lust habe, versteht mich nicht falsch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Gott mir gerade so eine Genießzeit schenkt und ich gerade suchen muss, so okay, was mache ich mit dieser Extrakraft? Wo investiere ich meine Zeit und meine Kraft mehr rein, um einfach ein guter Diener Gottes zu sein? Ich möchte mir aber auch nicht erzwingen irgendwas, wenn es einfach nicht sein soll, sondern ich möchte, dass es aus freiem Herzen passiert. Ich weiß nicht, ob ihr wirklich versteht, was ich meine, aber das ist einfach Gedanken, die ich gerade habe und die ich unbedingt mit euch teilen wollte. Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen oder ein paar Hinweise oder vielleicht geht es euch genauso und ihr könnt mir das unten in die Kommentare schreiben und wir können ein bisschen miteinander austauschen, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Ja, außerdem habe ich so ein bisschen Angst, dass ich zu entspannt bin und dass ich einfach noch mehr machen könnte, aber es einfach schleifen lasse, weil alles gerade für mich sehr gemütlich ist. Deshalb, ja, betet für mich auf jeden Fall und tauscht euch einfach mit mir aus. Ich habe auch so ein paar neue Pläne für YouTube und die Zukunft hier auf YouTube. Und zwar, klar, ich möchte jede Woche dieses Jahr ein Video posten, aber ich muss noch herausfinden, wie ich es schaffe, wirklich jede Woche ein neues Konzept zu entwickeln, neue Idee und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich werde auf jeden Fall in den nächsten Monaten mal live gehen, wo ich einfach mit euch reden kann. Keine Ahnung, ob das hier auf YouTube passiert, ob das über Twitch passiert, ob das auf beiden Plattformen passiert, keine Ahnung, wie das aussehen wird. Ihr könnt mir alle eure Ideen natürlich unten hinschreiben. Ich möchte auch eine Bibelstunde starten, aber auf YouTube. Und zwar, dass ich auf einmal zum Beispiel, keine Ahnung, das Markus-Evangelium durchgehe, also nicht auf einmal, aber so an einem Tag mehrere Videos aufnehme, die ich dann alle nacheinander hochladen kann, damit ich einen Puffer habe, dass ich nicht unbedingt jede Woche ein neues Thema haben muss, um es hochzuladen. Vielleicht hilft mir das auch, ein bisschen entspannter die Situation anzugehen, dass ich jede Woche ein Video posten möchte. Auch da gerne eure Ideen unten in die Beschreibung. Aber an diesem Punkt möchte ich euch auch danken für die über 1000 Abonnenten, die mir jetzt folgen und die immer neu dazukommen. Ich danke euch für die Likes und Kommentare, dass wir mittlerweile sehr gut miteinander reden können und uns austauschen können. Ich habe auch häufiger mal etwas gepostet, wo ihr abstimmen konntet oder mir schreiben konntet. Habt einfach ein Auge darauf. Vergesst auch nicht zu abonnieren und diese Glocke zu aktivieren, weil dann kriegt ihr auch alles mit und verpasst nichts. Aber danke, dass ihr mir zuhört. Ich weiß nicht, ob alles, was ich sage, so produktiv ist und euch hilft, aber mir hilft es einfach nur, dass wir jetzt wachsen und
dass ich ja einfach mein Leben teilen kann und die Themen, die ich einfach denke, die wichtig sind, dass ich die mit euch teilen kann. Weil mein Traum in der Zukunft, was vielleicht nicht von Gott gewollt ist oder wie auch immer, ist wirklich das hier als Job zu haben. Also, dass ich nichts anderes machen muss, außer diese YouTube-Videos. Dann würde ich natürlich viel, viel, viel mehr machen, aber ich müsste dann nicht nebenbei arbeiten und das wäre natürlich auch super, super, super flexibel. Und gerade in meinem Leben läuft es sehr gut und es wird sich wahrscheinlich in Zukunft einiges ändern. Und ich werde wahrscheinlich nicht mehr in München wohnen und wegziehen. Mal sehen, wie das aussieht. Und wenn ich nicht mehr hier arbeite, dann werde ich einen anderen Job suchen müssen wahrscheinlich. Und es ist dann vielleicht nicht so entspannt, wie es jetzt ist, weil ich hier im Homeoffice arbeiten kann und nicht unbedingt rausgehen muss oder diesen Fahrtweg nicht habe. Das heißt, ich habe extra viel Zeit, um auch an diesen Videos zu arbeiten. Genau, deshalb, es wird sich viel bei mir verändern. Bestenfalls wäre es natürlich, dass wir so groß wachsen, dass ich das hier als Hauptjob machen könnte. Und, aber wie auch immer, nur damit ihr wisst, was ich gerade denke. Keine Ahnung, ob das so passieren wird oder keine Ahnung, ob wir irgendwann so groß wachsen werden, dass es möglich ist. Aber das ist ein Traum, den ich habe, eine Hoffnung, die ich habe und die auch gerne teile. Aber wenn es nicht passiert, dann ist es so, dann versuche ich trotzdem die Zeit, die ich extra habe nach der Arbeit und so weiter, in meine YouTube-Videos zu packen. Was auch so in letzter Zeit passiert ist, dass ich manchmal sehr unproduktiv bin. Also ich poste zwar jede Woche ein Video, aber manchmal ist das auf dem letzten Drücker. Meistens lenke ich mich nämlich ab oder ich habe andere Sachen, die einfach spaßiger und interessant sind und ich lasse mich dann davon ablenken und verschwende sehr viel Zeit, die ich eigentlich nutzen könnte, um in Videos zu packen oder in eine eigene Bibelstunde oder so weiter und so fort. Weil manchmal habe ich das Gefühl, oder ich liege nachts meistens im Bett und denke mir nur, boah, ich habe richtig Lust, den ganzen Tag Bibel zu lesen. Aber sobald ich dann aufgestanden bin und dann arbeiten muss und dann lasse ich mich wieder ablenken und so weiter und so fort. Genau, deshalb, vielleicht könnt ihr da auch nochmal für mich beten, einfach nur, dass ich mich fokussiere auf die wichtigen Sachen und versuche, mich nicht zu sehr ablenken zu lassen. Aber solange jede Woche ein Video kommt, seht ihr, dass ich es ein bisschen im Griff habe. Aber ich glaube, ich könnte noch viel produktiver sein, genau, wenn ich mich nicht so viel ablenken würde. Aber ich freue mich über jedes Problem, wo Gott und ich einfach arbeiten können oder wo Gott an mir arbeitet. Und jedes Problem, das ich sozusagen mit ihm aus der Welt schaffen kann. Weil ich sage auch immer, auch in der Ehe und auch in Freundschaften, Konflikte sind nichts Schlechtes. Klar fühlen sie sich nicht gut an, aber am Ende kommt man stärker raus. Und so ist es auch mit meinen Konflikten, mit meinen Problemen. Deshalb freue ich mich über Kämpfe, die ich habe in meinem Leben. Weil ich nur weiß, dass ich stärker rauskomme, als ich vorher war. Aber ja, das war's schon. Das ist jetzt kein langes Video, wie gesagt, ich habe nur ein kleines Update gehabt, weil ich sozusagen diese Woche, weil ich jetzt gerade erst aus dem Urlaub zurückgekommen bin, keine Zeit hatte, um ein richtiges Video zu produzieren. Aber nächste Woche ist es dann wieder soweit. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Ich frage euch immer wieder nach Videoideen. Habt keine Angst, alles Mögliche unten hinzuschreiben. Ich kann ja immer noch Nein dazu sagen. Oder ja, wie auch immer. Zeigt mir einfach, was ihr auf euren Herzen habt, was ihr gerne wissen wolltet oder welches Video euch helfen würde, wenn ich es poste. Aber bis dahin, wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video und bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar, ich schwitze. Es ist warm.